Hier ist Christine. Christine ist 58. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo Christine, um was geht's bei dir? Bei mir geht es nochmal ums Thema von der letzten Woche. Das war das Thema Glücksmensch. Ja. Ich habe sozusagen, wenn ich meine Geistesgegenwart nicht gehabt hätte, als ich 14 Jahre alt war, dann würde ich heute nicht mehr leben. Was ist da passiert damals? Da ist Folgendes passiert. Ich war ein Kind, also mit 14 Jahren war ich noch, wie sagt man da, nicht zurückentwickelt, aber ich war noch nicht so reif, wie man so mit 14 heute ist. Also kaum in der Pubertät? Ja, vielleicht so ansatzweise. Schon, war schon zu sehen, dass ich so fraulich wurde, aber so vom Geist her war ich noch Kind, habe auch fast noch mit Puppen gespielt und hatte einen enormen Spaß, eben mich draußen zu bewegen, rumzutoben. Ich musste immer raus und bei uns in der Nähe gab es eine Straße, die zur Hauptstraße führte. Die war auf der einen Seite bebaut und auf der anderen Seite waren eben Schrebergärten, die aber nicht mehr genutzt waren, sondern völlig verwildert und viel mit Brombeerdorn und so weiter und so weiter. Und dann gab es dann halt so Trampelpfade in dieses Dickicht hinein und da habe ich mich halt gerne aufgehalten. Mhm. Alleine? Alleine, ja, ja. Ich habe dann mein Fahrrad hingeschmissen am Straßenrand, bin in den Acker hochgelaufen und dann irgend so einen Trampelpfad rein und habe mich da auf einen Pfirsichbaum gesetzt. Das war so Ende des Sommers, wenn die Pfirsiche reif sind. Ich kann mich genau erinnern an diese wunderbar schönen großen Pfirsiche, hatte so einen Teil in der Hand und wende kurz meinen Blick zum Eingang des Dickichts hin und da steht ein Mann. Mhm. Den du nicht kanntest? Den ich nicht kannte. Ja. Und mir ist das Blut in den Adern gefroren, ohne mir irgendwas ausmalen zu können. Ich war da noch sehr unreif zu der Zeit, aber ich spürte, ich bin in enormer Gefahr. Angst? Ja, es war aber keine lähmende Angst. Mhm. Es war klar, da ist eine unmittelbare Gefahr. Es geht irgendwie um alles. Ich kann dir nicht sagen, wo das herkam. Es war mir einfach nur klar. Mhm. Was hast du gemacht? Ich saß auf dem Baum, habe dann gedacht, nee, ich habe gar nicht viel gedacht, das spulte sich einfach so ab. Ich habe den nett angelächelt, mit dem Kopf genickt und habe meinen Kopf gewendet ins weitere Dickicht. Da hatte er keine Übersicht ins restliche Dickicht und habe dann laut gerufen, Papi, Michael, jetzt kommt doch mal her und nehmt mir die Pfirsiche ab. Aber Papa und Michael waren gar nicht da. Nö, war kein Mensch da. Aha, das ist aber pfiffig. Ja. Das ist ja Wahnsinn, du hast improvisiert. Ja, ich kann aber gar nicht sagen, dass ich das und natürlich war ich das. Ja, ja, ja. Das war wie eine Eingebung. Ja. Das hat sich einfach so abgespult und ich saß da eben dabei. Ich hatte den kalten Schweiß auf der Haut, aber ich war völlig kalt geworden, aber ganz, ganz klar. Ist der Mann dann weggegangen? Ja, der ist dann, war irgendwie so etwas schien verunsichert oder es bewegte sich irgendwas an ihm und dann ist er weg. Aus meiner Sicht nach links, also wieder Richtung Straße wäre das. Und dann habe ich einen Moment gewartet, bin vom Baum runter, bin aus dem Dickicht raus auf den freien Acker gelaufen. Gott sei Dank war freier Acker und runter zur Straße zu meinem Fahrrad. Und habe mich dann nochmal umgesehen und dann sah ich ihn an einer anderen Stelle mir hinterherblicken. Ah ja. Also er hatte dich noch nicht ganz ganz losgelassen, hatte er dich noch nicht. Nee, ich hatte auch das Gefühl, der hat dem Braten nicht ganz getraut. Aber das sind einfach nur so eindrückende Gefühle. Wissen kann ich das nicht. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe das natürlich gleich meinen Eltern erzählt, weil ich einen riesen Schrecken hatte. Und da kam dann eigentlich erst die eigentliche Reaktion mit Zittern allem drum und dran. Mhm. Und dann war das auch irgendwie dann wieder vergessen, bis ich kann dir nicht sagen, wie lange danach, aber es waren wenige Wochen, ein Mädchen genau auf dieser Höhe auf der Straße mit 7 Messerstichen niedergestochen wurde. Das Mädel hat es Gott sei Dank überlebt. Und ihr sagt bloß von diesem Mann. Ja, das stellte sich dann aber erst später raus. Also ja. Der Nachteil, das Dumme für mich war halt, dass meine Eltern mich fast nicht mehr aus dem Haus gelassen haben, weil die den möglichen Zusammenhang gesehen haben. Und dann wenige Wochen später ist dann tatsächlich ein Mädchen dann ermordet worden. Also, ach so, zusätzlich noch. Also es wurde ein Mädchen niedergestochen und dann gab es nochmal ein Mädchen, was dann ermordet wurde. Genau. Und es war, bist du sicher, dass es dieser Mann war? Ja, weil nach dem Mord, das war ein Mädchen aus der Nachbarschaft, fuhr dann die Polizei bei uns rum mit Megafon.
und hat irgendwie nach Zeugen gesucht oder nach Hinweisen gesucht. Und dann haben sie ihn auch, ich glaube, das dauerte maximal 2 Wochen, haben sie ihn auch gefasst. Mhm. Und dann wurde ein Bild halt veröffentlicht in der Zeitung. Und da hast du ihn erkannt? Und da wurde mir nochmal eiskalt. Ah, du lieber Himmel. Da habe ich ihn erkannt. Du lieber Himmel. Ja. Da hast du aber auf dem Pfirsichbaum saß neben dir ein ganz großer Schutzengel. Ich kann dir sagen, du. Der dir gesagt hat, ruf nach deinem Papa und nach deinem Bruder, oder? Ja. Also jetzt, wo ich davon erzähle, als der Redaktion erzählt habe, da kam ich nicht ins Zittern, aber jetzt komme ich gerade nochmal so eiskalt ins Zittern. So. Das muss ja für deine Eltern damals auch wahnsinnig gewesen sein, als du das dann zu Hause erzählt hast. Ja, beim, beim ersten Mal vielleicht nicht so, aber hinterher, als das dann rauskam, dass dein Kind so schwer verletzt wurde und dann noch ein Kind umgebracht wurde. Ja, ja. Das heißt, wenn du das nicht gesagt hättest, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß gewesen, absolut, dass er dich umgebracht hätte. Absolut. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also da hatte ich wirklich Glück, beziehungsweise das Glück bestand darin, dass ich eine unglaubliche Geistesgegenwart in dem Moment hatte. Was interessant ist, wo du sagst, du warst nur sehr kindlich und gar nicht so... ja, das ist eine tiefe Intuition gewesen, die dich gelenkt hat. Mhm. Weißt du, was aus dem einen Mädchen, das so schwer verletzt worden ist, was aus dem Mädchen geworden ist? Nee, das war nicht aus der Nachbarschaft, soweit ich das weiß, aber es hat überlebt. Aber wie, bisweilen kann ich dir nicht sagen. Du weißt nicht, ob es ganz gesund geworden ist wieder? Nein, da stand auch nichts mehr in der Zeitung, jedenfalls. Die, dass ich wüsste, ich las damals keine Zeitung. Waren die Mädchen, auch dann das Mädchen, was ermordet wurde, auch so ungefähr in deinem Alter? Die war 16. Die war auf dem Nachhauseweg von der Disco nachts. Der hat also dann nachts aufgelauert. Ich habe im Nachhinein auch erfahren, dass der direkt im Bungalow neben uns gewohnt hat. Mhm. Unten in der Souterrainwohnung. Aber seine eigentliche Familie, der hatte Frau und Kinder in einem Ortsteil unserer Stadt. Ging einher mit dem gewalttätigen Übergriff und dem Mord auch ein sexueller Missbrauch, eine Vergewaltigung? Nein, nicht, dass ich Nein, wüsste. Es war ein Mörder. Nee, nur Blutrausch, weiß ich nicht. An Frauen, das weiß ich alles nicht. Also da kann man dich guten Gewissens und mit großer Überzeugung einen Glücksmenschen nennen. Ja. So hieß sie unsere Sendung ja damals. Genau. Mann, Mann, das fiel dir wieder ein, das wird dir dein ganzes Leben lang immer wieder einfallen, wenn es um Glück geht. Ja. Christine, vielen Dank, dass du uns diese beeindruckende Geschichte erzählt hast. Ja, gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Ich würde gerne kurz noch was sagen. Ja. Da ich dich ja seit Jahren erlebe als jemand, der sich um die Nöte und Ängste anderer Menschen kümmert oder versucht zu kümmern. Was ich manchmal vermisse, ist so eine Sendung, zum Beispiel Repressalien. Also ich weiß von vielen Hartz-IV-Empfängern, wie die leiden müssen unter Repressalien. Nicht nur Hartz-IV-Empfänger, aber die eben auch. Dass denen auch mal so ein bisschen eine Stimme, einen Platz gegeben wird, wo sie sich mal äußern können. Also du meinst Leute, die einfach sehr wenig Geld haben und die sehr arm sind, dass die einfach davon erzählen, wie sie im Alltag so, wie man ihnen begegnet? Und ja, zum einen das, aber so auch überwiegend von den Jobcentern. Also was die Situation verschlimmert wird von diesen Menschen, die unschuldig arbeitslos geworden sind, in der Quelle gearbeitet haben, 30 Jahren und dann entlassen werden und jetzt... Repressalien ausgesetzt, das kann sich manchmal kein Mensch vorstellen, der nicht unmittelbar betroffen ist. Repressalien innerhalb der von den Jobcentern. Ah ja. Interessante Anregung. Mhm. Greifen wir auf und wir überlegen und werden in der Redaktion drüber sprechen. Das wäre schön. Das machen wir. Liebe Christine, alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.